Ja, hier bin ich wieder mit Bärbels Wohn- und Deko-Ideen. Ich möchte heute meinen Tisch ein bisschen mediterran, angepasst an meine rechte Seite, decken und zeige euch mal, was ich mir da so vorgestellt habe. Ich habe hier so drei Töpfe, eine Decke, zwei Pflanzen und ein Glas mit Muscheln und ja, so ein Ast. Und ein Glas mit Kerze. Ja, und da zeige ich euch jetzt gleich, was ich damit vorhab. Ja, ich habe dann hier diesen Tischleuchter. Stelle mein Glas hier hinten hin. Und gucke, dass ich das jetzt hier so ein bisschen vernünftig platziere. Legt einmal den Ast so ein bisschen dazwischen. Die weiße Pflanze hier hinten rein. Das Kerzenglas stelle ich auch einfach nur rein. Kann ich das jederzeit wieder rausnehmen. Und das habe ich auch, das Efeu in einem extra Topf. Ja, das soll ja auch nur wie ein Übertopf sein, damit ich das alles besser gießen kann. Dann ist das fast schon fertig. Ich richte das gleich nochmal und zeige es euch dann von nah. Ja, ihr Lieben, ich habe fertig dekoriert und lasse es mir jetzt gut gehen, weil man hat Messe. Und ja, ich genieße jetzt hier mal meine Terrasse, ein Gläschen Wein, ein bisschen Melone, ein bisschen Tomate und freue mich meines Lebens. Ich hoffe, so eine schnelle Deko ist für euch auch mal was zum Nachmachen und man kann das immer mal wieder abändern. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.